Eins, der Poppy und ich immer noch am rotieren. Auf der LBG. So. Aber wir machen das so langsam, aber es ist echt. Ja, man muss es können. Denn. Oder wie ist das, Poppy? Oh, man muss es auch wollen. Ja. Na gut, wir wollen es ja auch, aber das Problem ist jetzt gerade irgendwie nervlich und so, ne? Bin ich bei mir jetzt gerade so ein bisschen an der Grenze. Ja, kommt noch mehr bald wieder gleich drauf. Und von daher ist das alles so ein bisschen, ne? Ach ja, apropos, ich habe die Ballenpresse, ne, gehabt, nochmal, jetzt letztens. 2000 Meter bei was hatte ich jetzt dran? Knappe 2500 Meter bei 270 Ballen. Ja, nee, Quatsch, bei 72 Ballen, so rum. Ich glaube, aber das ist wohl von der Dinge her wesentlich besser, oder? Ich habe jetzt nämlich auch die generelle Kapazität eine Null weggenommen. Wir haben nicht 180.000 drin, sondern noch 18.000. Also nur noch nicht 60 Rollen, sondern nur noch 6 Rollen. Runtergenommen. Und dadurch natürlich hast du gleich einen etwas schnelleren Abbau. So kannst du auch wesentlich besser vielleicht regulieren. Ja? Ist mir jetzt aufgefallen, weil ich jetzt auf der einen Dings nämlich Gras gemacht habe. Und da habe ich festgestellt, dass es jetzt, ja, also, wie gesagt, die 72 Ballen 2.500 Meter weggenommen hat. Das hört sich schon nicht verkehrt an. Würde ich mal so behaupten. Zur Not müssen wir gucken, dass wir vielleicht sogar noch ein bisschen machen. Aber das, wie gesagt, das weiß ich ja nicht so, ob es nicht vielleicht doch so reicht. Weißt du? Gut, das mal so am Rande jetzt noch mal kurz, dass wir das gesagt haben. So, kannst du wieder im Prinzip wieder rüberschieben. Dann hast du es einfacher mit dem Ball wieder. Auch gemacht, ohne dass du gesagt hättest. Aber nicht wegschmeißen. Habe ich schon. Mann, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Das war ja nicht deine Schuld, war ja meine eigene, war ja meine Schuld. Das macht mir alles immer kaputt. Alles kaputt, ja. Das erste Ja. Mal, dass mir das passiert. Hey, wo gehobelt wird, fallen noch Späne. Meinst du? Ja. Och Mann, du Scheißballe.
so mal richtig drauflegen hier irgendwie. So nach dem Motto. Ich hoffe, es funktioniert. Natürlich nicht. Weil was er nicht wieder nicht richtig macht. Geht das natürlich? Hallo, Halle Balle. Ja. So. So sagt er. Wieder. So wie es sein soll. Aber ich merke das auch, dass so die etwas längere, nicht längere Zinken, aber längeren Aufbau bräuchten. Ich finde, mehr Gefühl hat man auch mit mehr, wenn man 3 oder 4 Zinken hat. Nicht längere, sondern hat einfach mehr. Und dann werden die beiden besser gegriffen. Ich weiß, was du meinst. Aber eine Mistgabe wäre jetzt in dem Sinne ja auch nicht richtig, ne? Ich hab da welche. Ich weiß, diese Vierer. Die wir da letztens hatten, da doch auf einem anderen Projekt. Ja, die fand ich aber auch nicht so schön. Wie die ich auf der anderen so habe. Es ist zwar jetzt eigentlich keine Nostalgie, aber ja, nur fall mir nicht ein. Mal sehen, ob was heute, ob wir am Aufnahmetag, wir nehmen ja bis Sonntag jetzt auf, wie das dann Sonntagsfolge geschafft haben alles. Bin ehrlich, ich sehe schwarz. Ja, nur. So, ordentlich Ballen da. Naja, aber gesagt, guck mal, wir haben schon hier unten schon ein Drittel weg. Ja. Drittel. Guck mal, wir haben jetzt die zweite im Prinzip fast durch, wo wir hier drauf sind. Gut. Vorwärts will ich nicht. Vorwärts. Vorwärts nimmer, rückwärts nimmer. Ja, ich muss. Oh. Ich weiß, das geht halt schlecht mit dem Fahrzeug, immer nur vorwärts. Irgendwann muss man mal rückwärts fahren. Ja, das ist richtig, aber das Problem liegt ganz woanders. Wenn du rückwärts willst. Ich hätte den Ender anders hinstellen sollen, den Kollegen. Weil so steht da echt suboptimal. Jetzt mir mal nach, dass ich das mal auch mal mache und fahre gleich natürlich wieder rein und verschiebe es wieder. Ups. Was denn auch sonst, Matze? Und mach erstmal kurz einen anderen Jump. Ich merke gerade bloß mal mein Joystick, das ist, bevor man sitzt, so weit weg, ist nicht, da habe ich keine Gefühl richtig drin. Man merkt auch, dass ich auch die verkehrte Maschine dafür habe jetzt gerade. Der hat die Lenkung, die ist von dem hier zu intensiv. Weißt du, weil der ja keine Allradlenkung hat. Geht definitiv rum. Weißt du? Bei mir müsst ihr mir mal wissen, was Zeit irgendwie komme ich gerade mit meiner Maus nicht klar.
Also nichts Neues bei dir. Dass ich so viel ab neu ansetzen muss, dass ein Teil der Tisch zu Ende ist. Naja, nur. Komisch, gerade. Passiert halt, ne? Er wandert. Oder bist du dagegen gerade gegen gedonnert? Hobby. Bin ich nicht. Aber ich merke nur, dass er jetzt gerade so einen Knick. Dass wir irgendwie auch mal einen kriegen, ohne dass er ohne wandern. Naja, ich auch. Wäre ja zu einfach. Ist ein Stück noch rüber? Poppy, ich sagte nur ein Stückchen. Ich hatte noch nicht. Ich war zu schnell. Und ich war noch nicht fertig mit Ausheben. Mach mal drum. Hast du drum? Ja. Das wäre jetzt sonst wäre wieder runtergefallen, deswegen. Alles gut. Wie gesagt, also heute sind wir sehr, sehr, sehr konzentriert. Muss auch mal sein, ne? Nächste Aufgabe war wahrscheinlich wieder erstmal Bodenbearbeitung, wa? Naja, erstmal Feld 1 noch. Feld 14 müssten wir, glaube ich, auch noch, oder? Ja, kriegen wir, das sehen wir ja dann noch. So, da haben wir das auch erledigt. Gekauft hast du schon, ne? Dass das nicht, dass wir jetzt irgendwie. Ja. Können wir dann mal auf 1 wieder stellen? Ohne Rennen. Okay, der hat. Warum driftet das Ding rum? Das Ding. Der Anhänger, der hat gerade eben ist um die Kurve gedriftet. Und es war nicht so berauschend oder nicht so schön. Wir stellen mal so hier irgendwie hin, ne? Das so. Aber ich würde mir eher sagen, na, den Rest fangen wir dann mal in der nächsten Folge rum, wa? Dann würde ich mal so behaupten, es denkt an die Däumchen und an die Kommis und so, ne?
Und ich hoffe, ihr seht uns heute ein bisschen nach, dass wir heute mal ein bisschen, Geist ist so schön. Ruhig waren. Da sind wir irgendwann bald wieder ein bisschen, Gesprächiger beim nächsten Mal und, ja. Nächstes Mal nicht direkt, denke ich mal, dass wir ja auch noch hier mit Ballen kämpfen. Aber ich schätze mal, beim übernächsten Mal oder so. Genau. Und wie gesagt, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.